Willkommen bei Spectra Undercover. Heute bei Venus und Romeo. Ja, hallo Leute, hier ist eure Spectra. Heute werde ich gucken, was Venus und Romeo so machen. Romeo ist ja unsterblich in Venus verliebt, aber sie ja irgendwie nicht in ihn. Und deswegen werde ich jetzt gucken, was bei den beiden so abgeht. Also ich mache mich kurz unsichtbar. So, jetzt könnt nur noch ihr mich sehen. Wir fliegen jetzt mal nicht so lang. Und gucken gleich mal so, was die Jungs so machen. Let's go zu mir. Hey Jungs. Hey, es geht um Venus. Wisst ihr, wie ich sie fragen kann, was sie nachher ein Date mit mir möchte? Ja, also ich würde sie ja mal so als Treffen verpacken, weil wenn du zu ihr sagst, hey Venus, willst du mit mir ein Date haben, macht sie einen Rückzieher, du weißt es ja nicht, ob sie steht. Ja, aber was mache ich dann? Soll ich einfach zu ihr sagen, dass ich ein Treffen mit ihr möchte? Sag einfach, hey Venus, willst du mit mir zur Pflanzenmesse gehen? Ich wollte mir mal die Pflanzen dort anschauen. Und dann führst du sie aus. Okay. Ja, Romeo ist irgendwie ein No-Go. Ich kann nichts dafür. Er ist irgendwie nett, aber irgendwie stehe ich nicht auf ihn. Ja, kann ich verstehen, er ist ein Trotzel. Hey, seid nicht so gemein. Er kann doch auch nichts dafür. Ach, ist doch egal, was ihr über ihn sagt. Mir ist es egal. Hi Leute. Hi Romeo. Venus, bitte mir zur Pflanzenmesse gehen. Ich wollte mir schon immer mal die Pflanzen angucken. Okay. Nun, dann komm mit. Ich wollte mich jetzt los. Ja, warte doch mal. Irgendwie ja komisch. Wieso geht sie mit ihm mit, wenn sie nicht leiden kann? Keine Ahnung, vielleicht mag sie ihn ja doch. Das glaubst doch nur du. Also erstmal eine klare Regel, bevor du irgendwas versuchst. Wenn du mich versuchst zu küssen, dann schlage ich dich. Dann hau ich dir eine. Aber so richtig. Okay, dann lass uns losgehen. Stehst du nicht wirklich auf mich? Ja. Wie kann man nur auf mich stehen? Ich meine, ich bin ein... Naja. Ist sogar das beste Monster, was man sich wünschen kann. Irgendwie mache ich dich aber trotzdem. Naja, wenn du das sagst, würde ich dir jetzt mal glauben. Komm, lass uns zur Pflanzenmesse gehen. Aber das hier ist gar nicht die Pflanzenmesse, wo du mich hinführst. Was soll das? Das hier ist ein geheimer Ort, wo ich früher immer hingegangen bin. Venus, ach komm schon. Willst du mich veräppeln? Nee, irgendwie ja nicht, ne? Venus, gib mir doch eine Chance. Ich habe nicht vor, dir eine Chance zu geben. Und wieso nicht? Weil du ein Trottel bist, ganz einfach. Und außerdem, du bist gar nicht mein Typ. Oh Mann. Und dafür, dass du mich nicht zur Pflanzenmesse gebracht hast, bitteschön. Autsch. Männer. Verdammt.
Alter, wieso machst du das? Weil ich dir ganz klare Vorschriften gegeben habe und du dich nicht dran gehalten hast. Aua. Pech. Ja, ich habe mich jetzt wieder sichtbar gemacht. Das war, sozusagen, also, das war sogar Spectre Undercover. Wenn es euch gefallen hat, liken. Eure Spectre von der Geist.